Das ist der Gigsonntagskick, 21. Sonntag im Jahreskreis B. Das Fleisch nützt nichts. Also was nun? Fleisch ist gut oder Fleisch ist nicht gut? So, wir müssen das ein bisschen ausbalancieren. Heute im Johannesevangelium 6. Kapitel, wieder diese Brotrede, sagt Jesus, der Geist macht lebendig, das Fleisch nützt nichts. Das ist Johannes 6, 63. Vers. Also eine wichtige Stelle, die wir uns merken müssen. Und was Jesus immer wieder versucht, ist, dass unser Glaube, unser Leben auf eine höhere Ebene gehoben wird, nämlich die Geistesebene. Wir sind ja Geisteswesen, Geisteskörper. Wir haben einen Fuß auf der Erde und einen Fuß im Himmel, in der anderen Welt. Wir sind im Grunde gespalten, wir Christen. So, und wir leben in zwei verschiedenen Welten sozusagen. Wir sind außerirdisch und wir sind irdisch. Und das soll uns die Kraft geben, dass wir überhaupt fertig werden mit dieser Erde. So, ich habe das letzte Mal gesagt, ohne Himmel macht die Erde keinen Sinn. Ohne Geist kein Fleisch. So, Jesus bringt uns Geist und Leben und in seinem Fleisch und Blut, was wir in der Heiligen Messe feiern, in Brot und Wein, das geistige Opfer, erfahren wir neues Leben. So, und jetzt verstehen wir auch Epheserbrief 5, 23. Vers, wo Jesus sagt, ich verstehe die Ehe von, besser gesagt der heilige Paulus, die versteht die Ehe von Mann und Frau wie Christus und die Kirche, der Bräutigam und die Braut. So auch dieses Verständnis des Ehesakramentes müssen wir auf eine höhere Ebene heben, sonst können wir das alles nicht verstehen und nicht ertragen. So, auch die Ehe wird im Himmel gemacht, ist ein Sakrament. Wir erleben in dieser Berührung von zwei Menschen, die Vereinigung des Fleisches, eine geistliche Wirklichkeit. So, nur so ist das eigentlich möglich, auch wirklich ein Leben lang zu leben. So, also, wir sind, will ich mal sagen, Außerirdische und wir sollen in dieser Weise diese Welt gestalten. Und das wird in der Taufe deutlich. In der Taufe versprechen wir, wie in dem Buch Josua, Gott, ich möchte für dich arbeiten, ich möchte dir dienen, ich möchte dir treu sein. Und das macht der Josua, der neue Führer, Anführer des Volkes Israel nach Mose im gelobten Land, wo sie einige Kriege führen müssen und sehr erfolgreich sind. Und dann sagt er, Moment mal, ihr liebes Volk Gottes, wollt ihr wirklich Gott dienen oder diesen ansässigen Göttern hier, die hier die Menschen kennen? So sehr, sehr irdisch, innerweltlich. Oder wollt ihr übernatürlich bleiben? Wollt ihr diese Balance halten? Und sie sagen einfach, ja, wir wollen Gott treu sein, weil er uns viele Erfolge gibt. Aber was machen wir, wenn diese Erfolge ausbleiben, wenn es schwer wird? Vielleicht noch eine Verfolgung gibt. So, und da ist es wichtig, dass wir daran festhalten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Stellen in der Heiligen Schrift kennen. Johannes Evangelium 6, Vers 63. Der Geist macht lebendig, das Fleisch nützt nichts. So, das Fleisch möchte uns ein bisschen auch auf diese Erde runterziehen, binden. Da sind wir müde, da sind wir entmutigt, ja, da werden wir krank, da werden wir alt, ja, alles, was keinen Spaß macht, ja, da haben wir starke Gefühle. Aber wir müssen das immer wieder auf diese Geistesebene hochheben, in der Ehe, im Berufsleben, im Glauben, bei unserer Gesundheit oder fehlenden Gesundheit. Okay, ich bin im Geist bei Gott. Und die Sakramente helfen uns dabei, diese übernatürliche Dimension zu bewahren.
Sie ziehen uns sozusagen in den Himmel hinauf. Komm zu mir. Und das haben wir alle erlebt bei einer wirklich, will ich mal sagen, vielleicht auch einfachen Messe, ohne Gesang oder Eheleute oder das Sakrament der Krankensalbung, der Beichte, der Taufe, der Priesterweihe. Nicht viele bekommen dieses Sakrament, auch nicht viele Männer. So, und da merken wir, das ist nicht von dieser Welt. Irgendwas passiert von der Außenwelt, kommt in diese Welt hinein. Und das ist das Christentum, eine übernatürliche Religion, Offenbarungsglaube. Wir haben uns das nicht selbst zusammengebastelt. Gott schenkt uns einen Glauben, außerirdische Hilfe, ein Licht von oben und zieht uns hinaus in eine andere Welt. So, das ist nicht, dass wir weltfremd sind, sondern dass wir dadurch überhaupt den Blick von oben auf diese Welt bekommen. Diese Vogelperspektive. Und dann sehen wir unser Leben von einer ganz anderen Dimension. Und dann können wir ein bisschen das Puzzle zusammenbauen. Okay, das macht Sinn, das hat Sinn gemacht. Und höchstwahrscheinlich, wenn der rote Faden hier ist, dann geht er hier weiter. So kann ich sehr gute Entscheidungsfindung machen. Das hilft mir einfach, mit den Augen Gottes, mit Barmherzigkeit mein eigenes Leben zu sehen und das Leben anderer Menschen auch. So, wollen wir uns ermutigen? Wollen wir zusammenbleiben? Wollen wir den Weg mutig weitergehen, auch in einer schwierigen Zeit? Andere Generationen hatten auch schwere Zeiten. So, und sie, ihre Treue hat unser Leben möglich gemacht. Deswegen stehen wir hier. So, wollen wir auch mal der früheren Generation dankbar sein, dass sie das alles durchgehalten haben, damit wir heute hier sein können. Und so segne euch und ermutige euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war wieder der Gig Sonntagskick. Und wollen wir dem Josua, dem neuen Anführer des Volkes Israels, auch folgen, der gesagt hat, Josua 24, 15, eine andere wichtige Stelle, ich aber und mein Haus, wir wollen Gott treu bleiben, wir wollen Gott dienen. Und das, denke ich mir, ist zentral für unser Leben als Christen. Wir wollen Gott treu bleiben, durch dick und dünn. Treue lohnt sich. Macht's gut, euer Pater Paulus Maria.